So, und hallo und herzlich willkommen zum sechsten Part von Harry Potter und der Stein der Weisen. Heute kämpfen wir uns durch die coolste Herausforderung ever, und zwar die Lumos-Herausforderung. Ich freue mich immer noch wie so ein kleiner Schneekönig, weil ich einfach diesen Zauber schon im zweiten Teil wie noch keinen anderen gefeiert habe. Ich liebe diese Wasserspeier, die diese kleinen Sternchen verursachen, wo auch immer. Wie viel Platz hier ist. Sehr cool. So. So viel zum Verzauber. Was ist das denn? Gucke ich gerade schief oder sieht das aus wie so ein Gnom, der so seinen Kopf so zur Seite gedreht hat und seine Hand so komisch an der Seite? Hä? Komisches Bild. Das sieht auch komisch aus. Oder ist es einfach nur sowas, wo jeder was anderes drin sieht? Aber ich sehe da wirklich so einen Gnom, der so wie so ein Axolotl so ein bisschen aussieht und so eine kleine Hand so da unten hat. Sieht das noch jemand anders? Gott, so verwinkelt, so ver... Na, haha, ich habe Angst, hier hinzugehen. Gleich geht hinter mir die Tür zu und dann kann ich überall anders nicht mehr lang. Ich möchte... So viele Möglichkeiten, irgendwo lang zu gehen. Ich bin überfordert. Noch ein Wasserspeier. Ah, okay. Wir müssen da wahrscheinlich gleich hoch. Ich weiß gar nicht, ob das hier auch abläuft in diesem Spiel. Ob wir hier auch eine bestimmte Zeit haben, in dem wir diesen Wasserspeiern folgen müssen, sozusagen. Oder, na, auf das gehen müssen, was auch immer sie erleuchtet haben. Das benutzen müssen, besser gesagt. So, und jetzt kriegen wir doch bestimmt eine Treppe hier hin, ne? Oder so ein Fahrstuhl oder irgendwie sowas. Ach, ja, eine Treppe wäre natürlich zu einfach. Und er ist so like, challenge accepted. We can do this. Komm. Ich weiß, das ist nicht ganz so eindeutig zu sehen wie im zweiten Part. Da konnte man ja richtig so wirklich Treppen und Steine sehen. Das sind dann einfach so Felder aus so glitzernden, ja, Partikeln. Ah, vergessen zu springen. Aber es funktioniert trotzdem. Hallo, Pomora. Und weitere 4 Bohnen. Wir freuen uns. Wie schön das hier ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, ist das schön hier. Aber ich bin so fasziniert von dieser Atmosphäre mit diesen blauen Gläsern und so. So, jetzt kriegen wir eine Treppe darüber. Jawohl. Speichern einmal. Fahren wir da unten? Ja, fahren wir. Okay. Immer noch Angst, irgendwas zu vergessen und auszulassen. Bisher haben wir es ja tatsächlich geschafft, alle Sterne bei jeder Herausforderung einzusammeln. Und das wollen wir heute auch wieder schaffen. Challenge accepted. I see what we have to do here. Guck mal, wie schnell das geht inzwischen. Voll cool. So im Vergleich zum dritten Part oder weiß ich nicht, dritter Part, da hat das ja bestimmt so fast 2 Minuten gedauert, die wir so einen Block da drüben hatten. Aber jetzt freue ich mich immer noch so, dass es so schön flüssig läuft inzwischen. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, da kommen wir aber nicht hoch, da brauchen wir noch ein bisschen was. Warte, das schaffen wir nie im Leben, da zu sein. Nope. Hätte ja sein können. Gucken wir derzeit, ist hier unten noch was anderes eben? Warte. Nee, da sind wir hergekommen. Okay. Ah, jetzt aber. Komm. Gut. So. Da kann man doch bestimmt aus einem guten Grund nach drüben. Dass man das Bild nicht verzaubern kann. Das sieht irgendwie ganz offensichtlich so aus, als könnte man es mit Alohomora verzaubern.
So. Auch hier gibt es wieder so ominöse Bilder, wo man nicht so ganz erkennen kann, was das nun darstellen soll. So, jetzt geht das hier auf. Nur eine Abkürzung bringt uns sonst nicht sonderlich viel. Jetzt kommen wir darüber. Ah, okay. Ja gut, okay. Es ist doch schon bequemer, hier lang zu gehen. Ich gebe zu. So, da waren wir überall. Ich habe das Gefühl, heute verpassen wir unseren ersten Stern. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Weil die so groß ist, diese Herausforderung, und es so viele Möglichkeiten gibt, irgendwo lang zu gehen. Heute verpassen wir unseren ersten Stern, ich sag's euch. Ich rede gerade noch von Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten, irgendwo lang zu gehen, und kommt hier einfach so ein Riesenteil. Hey, wir sammeln den erstmal ein. Ich wusste es. Da könnte nicht umsonst hier so viel Platz sein. So, gucken wir mal, ob wir den heute besser hinkriegen. Mit dieser flüssigen, etwas flüssigeren, flüssiger laufenden Spiel. So. Komm. Er steht direkt vor dir. Ja, die Kamera dreht sich halt manchmal einfach gar nicht. So, aber es wird. Wir schaffen das. So, perfekt. Da erstarrt er und fliegt einfach weg. So, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo wir hergekommen sind. Perfekt. Das war wahrscheinlich auch so ein Zweck der Sache. So. Wusste ich doch. Das sah doch komisch aus hier. Und, was kriegen wir? 3 Bohnen. Wetten? Ja, 6 Bohnen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir jetzt wirklich 6 eingesammelt haben oder ob die Hälfte nicht in der Wand verschwunden ist. Aber gut. So. Wo müssen wir lang? Das sieht irgendwie aus, als würde es da rausgehen. Ha, ich habe Angst, da durchzugehen. Warte, da ist ein Speicherbuch. Ich möchte nur kurz hier mal lang gucken. Irgendwie sieht das für mich aus. Erstens, als wäre da noch ein Stern. Zweitens, als wäre da eine Truhe. Aber wie kommen wir da hin? Oder kommen wir da gleich hin? Wie gesagt, ich hätte ja echt nicht so ein Problem damit, ne? Aber im zweiten Teil gab es so oft Szenen, wo man irgendwo lang gegangen ist und dann hat sich einfach die Tür verschlossen, sobald man durchgegangen ist. Okay, nicht so hier. Oder doch? Haha. So. Wait for me. Oh Gott, ich kriege immer so halbe Herzinfarkte. Ich hoffe nur wirklich, wir können hier jetzt noch hin. Also, ich meine, da wo wir eben den Stern gesehen haben. Sonst ist heute ganz offensichtlich, dass wir tatsächlich wirklich, wirklich unseren ersten Stern nicht bekommen haben. Truhe. Kein Stern. Ah. Diese Bohne einfach nur so in your face. Ist das wichtig? Ist das irgendein Rätsel? Müssen wir uns das merken? Die hat ihren Lebtag nur darauf gewartet, aus diesen 2 Türen da zu kommen. Können wir da rein? Können wir nicht. Okay, schade. Hätte ja sein können. Kann man das auch verzaubern? Nee. Die kleinen Dinger gehen immer nicht. Oh, das sieht irgendwie so aus, als müssten wir hier weiter. Stern. Hä? Was machst du hier? Sind wir schon wieder in Hogwarts? Was? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Er hat sich verlaufen. Oh Mensch, da sind wir ja schon 2. Und da ist noch eine Tür, durch die wir gehen müssen. Wow, richtig viele Bohnen. So.
Okay. Oh, oh wow, voll fancy, wow. Gut. Gehen wir also zurück zur Brücke. Bitte hör auf damit. Was bitte? Hä? Womit denn? Kennen wir uns? Kennen wir uns? Fühlst du dich attacked von mir? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Okay, nun gut. Ich fühle mich auch immer peinlich berührt von Leuten, die einfach an mir vorbeilaufen. Einfach so, ohne vorher zu fragen. Geht gar nicht, ne? Hat man denen nicht beigebracht, dass man nicht einfach an Leuten vorbeiläuft? So. Ich habe immer noch das Gefühl, wir kriegen den Stern nicht wieder. Oh. Den wir gerade verpasst haben. Aber ich wüsste echt nicht, ich hätte echt nicht gewusst. Ah Gott, ah Gott, au. Hätte echt nicht gewusst, wo wir da, oder was wir hätten tun müssen, damit wir den noch kriegen. So. She gone. Kommen wir vielleicht da oben zu dem Stern? Oder kommen wir... Ach nee, da oben kommen wir wahrscheinlich nur da oben hin. Dass wir dann gleich über die Brücke gehen können. Können wir vielleicht nochmal zurück durch die Tür? Warte mal, warte mal. Würde mich ärgern, wenn ich es nicht wenigstens probiere. Komme ich nicht, ne? Nein! Okay, wir finden uns einfach damit ab. Oh Gott! Wir finden uns einfach damit ab, dass wir diesen Stern nicht bekommen haben. Auch wenn es mir schwer fällt. Gut, da geht's auch nicht weiter. Hallo! Hallo, da bist du ja wieder, Harry. Da bin ich wieder und da bist du wieder. Und so treffen wir uns wieder. Haha. Oh, das ist schon das Ende von der Herausforderung, so wie es aussieht. Ich will nicht hören, dass ich einen Stern verpasst habe. Ich weiß, dass ich einen Stern verpasst habe. Und es schmerzt mich. In meinem tiefsten Inneren. Warte, warte, warte. Wir müssen hier noch rumgehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Kerzen möchten mir was sagen. Irgendwie habe ich mir das Gefühl... Also... Weil die so besonders da aufgestellt sind irgendwie. Meine, gut. Zwei Bohnen. Gut, das sieht immer gleich aus, aber irgendwie kommt das so rüber, als müsste man irgendwie, als hätte das noch eine tiefere Bedeutung. Nun gut. Denken wir nicht weiter drüber nach. Gehen wir zu Quirrell und holen uns unsere Standpauke ab. Dass wir den Stern nicht geholt haben. Oder nicht alle Sterne. Das heißt, irgendwann in 3 Stunden, sobald diese Plattform wieder bei uns ist. Ja. Sonst so. Guck mal, gleich. Gleich. Dann können wir uns auf noch weitere 3 Stunden einstellen, bis diese Plattform drüben ist. Das sieht voll fancy aus. Ich wünschte, ich könnte die Kamera nach unten richten, aber wie wir so quasi im Nichts nur auf diesen Stern stehen. Geht's hier noch weiter? Gibt's da drüben noch was? Nee, ne? Nee. 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 Okay, okay. Jetzt müssen wir auch rüber. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20. Wir haben doch alle Sterne? Ulfindor. Jetzt mach aber, dass du zum Zaubertrankunterricht kommst. Okay. Haben wir nicht ganz offensichtlich einen verpasst? Oder sagen die das einfach immer? Hä? Ich bin, also, I'm confused. Ich hätte schwören können, wir haben den einen verpasst. Also, like, 100% sure, dass wir den einen verpasst haben. Nun gut. Wie auch immer, haben wir den wohl doch mitgenommen. Hallo. Geht doch. Kann ja nicht sein. Oh mein Gott, da geht's tief nach unten. Wo kommen wir hier hin?
Ja, gut, wenn wir... Oh, gut. Oh, nicht mal Schaden genommen. Hier runtergehen. Das sieht irgendwie verboten aus. Gnome, Gnome. Erwische euch trotzdem. Auch wenn ich um die Ecke zaubern muss. So, mehr Bohnen. Ich frag mich, ob wir die alle noch loswerden. Ob wir Fred und George noch... Fred und George noch so oft treffen, dass wir die wirklich alle loswerden. Ich kann es mir kaum vorstellen irgendwie. Auf jeden Fall sind wir gerüstet. Vielleicht wird das ja irgendwann auch noch viel, viel schwerer, diese Bohnen einzusammeln. Wer weiß. Aber wir werden vorbereitet sein. So. Okay, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg. Wo sollten wir gleich hin? Ich glaube zum... Wo sollten wir hin? Zum Kräuterkundeunterricht? Oh, think so? Wir haben jetzt Zaubertrankunterricht. Zaubertrankunterricht. Oh je, Zaubertrankunterricht. Ja, den hatten wir noch nicht. Das stimmt wohl. Ja, und warten wir aufs nächste Speicherbuch, damit wir so langsam auch diesen Part beenden können. Oh, das wird doch jetzt bestimmt wieder so übelst die Challenge, da hinzukommen. Weißt du, hinter dieser Tür ist einfach Hogwarts, die große Halle, geborgen, das Feeling, keine Ahnung. Und hier direkt so richtige Gruselmusik, direkte andere Welt betreten, wenn man in den Kerker geht. Hm. Ich bin Professor Snape. Ich gebe Unterricht in Zaubertränken. Heute wollen wir lernen, wie man einen Mega-Power-Heiltrank mischt. Den Mega-Power-Heiltrank. Du kommst zu spät zum Zaubertrankunterricht, Potter. Das ist unentschuldbar. Selbst für eine Berühmtheit wie dich. Was? 5 Strafpunkte für Gryffindor. Potter, geh in die Kerker und hol die Zutaten für den Zaubertrank. Hol Energiebaumrinde, Blumenlauch, Diptam und Flubberwurmschleim. Beeil dich, sonst gebe ich Gryffindor Strafpunkte. Geh jetzt und komm bloß nicht ohne die Zutaten zurück. Hast du doch schon. Du hast uns schon Strafpunkte gegeben. Okay, okay, gut. Die Challenge war tatsächlich im PlayStation-Spiel auch drin. Freue mich, dass die hier auch drin ist. Okay, hier gibt's weiter nichts. Also gehen wir einfach mal ganz mutig ins tiefste Innere von Hogwarts. Das muss Diptam sein. Das kann nicht so einfach zu kriegen sein. Das kann nicht so einfach zu kriegen sein. Das glaube ich nicht. Habe ich's gesagt? Jetzt bricht so der Teil der Brücke weg. Genau, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. So, guck mal. Perfekt. Wir haben gespeichert und merken uns, dass wir hier im tiefsten Tiefen von Hogwarts sind und die Zaubertrank-Zutaten für Snape besorgen sollen. All das und weitere coole Dinge werden wir natürlich im nächsten Part machen. Ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ihr mir eine Freude machen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Habt einen schönen Abend und ciao! Ende.